Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Es ist brutal warm draußen. Also wir können ja mal nachschauen, wie warm es ist. Warte mal, wo ist mein Handy? Fragen wir mal Google. Wenn mein Google gerade will, warte mal. Wie warm ist es? In Hallein sind es aktuell 32 Grad. Also in Hallein sind es 32 Grad. Lecker mio. Ich bin nicht zu 100% in Hallein. Aber uns ist es trotzdem brutal warm. Und das Spiel hat genauso wenig Bock gerade wie ich gerade. Warm, warm. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel gerade leckt. Ich mache heute im Hintergrund gar nichts, weil ich habe gestern noch einen Server gemietet, um die Tage noch was auszuprobieren. So, wo brauche ich mein Holz hin? Nehmen wir zwei von, drei von euch. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren, oder? Daraus kriege ich dann Purified Water, oder? Habe ich das falsch verstanden? Purified Water Bottle, perfekt. Bisschen Frischwasser für uns. Und wir wollten einen Glasbottle. Yes, genau so wollen wir das. So ist das perfekt. Dann kriegen wir nicht ein bisschen Frischwasser. Dann tun wir nochmal einen noch einmal auffüllen. Zack. Ich finde es super, dass wir die Spezialfackeln bekommen haben. Und ich will jedes Mal I drücken. Ne? Ich drehe langsam durch. So, tun wir hier noch eine rein. Zack. Ich will hier raus. Dann müssen wir vielleicht später mal aus Eisen so ein System machen, damit wir die Glasflaschen schnell durchlaufen lassen können. Oh, jetzt ist das Feuer aus. Oh, vielleicht ist es eh nicht doof. Wir sollten vielleicht mal kurz wieder einen Baum fällen gehen. Einfach damit wir ein paar Rohstoffe mehr haben. Da müssen wir eh mal schauen, wie wir am besten hier vorankommen. Weil wir müssen ja auch Rohstoffe ein bisschen. Upsala, da kommt ein bisschen. Warum hast du. Wer will jetzt hier wieder meckern? Wer gemeckert hier? Keiner, schau an. Alles nur Langweiler, die wollen hier nichts. Die tun nur auf Heavy. Fällt schon wieder Schnee runter. Ein Fire Seed. Kann ich wahrscheinlich platzieren, oder? Probieren wir es mal. Aber okay. Dann, ja, ich weiß, dass ich es nicht benutzen. Tun wir schon mal das Holz hier rein. Weil. Schau mal auf E. Da oben irgendwo war ja das Skills. Farming 2. Skillpoint 6, Skillpoint 2. Shift for the stream adds a small chance to gather a second piece of wheat when harvesting fully grown wheat crops. Okay. Also kann ich Wheat sozusagen schon rein theoretisch anbauen. Wäre schon mal ein Anfang. Also ein bisschen Wheat zu machen wäre ja bestimmt nicht schlecht. Also eine schöne Runde Wheat. Dann tun wir uns mal hier. Zack und zack. Eine Home machen. Dafür kriegen wir doch sicher auch XP, oder? Das ist ein goldenes Skelett, das macht mir so ein bisschen Angst. Machen wir mal sauber. Und setzen diesen einen Seed schnell hier. A seeding place. Aber das kriege ich so hier raus, oder was? Oder war das jetzt nur, weil ich die Hau in der Hand hatte und die das jetzt kaputt gemacht hat? Und dann kriegt man die. Okay. Okay, okay.
Kein Problemo für mich. Auch nur noch 1-2 Seeds. Dann haben wir schon mal einen Anfang. Das ist jetzt der gute Anfang von der Farm. Die tun wir nachher vielleicht noch ein bisschen umbauen. Ich würde eh hier raus dann irgendwann expanden. Hier einen zweiten Stock reinziehen. Hier vielleicht ausheben. Das verbinden. Das könnte bestimmt ein sehr nettes Hütchen werden. Was? Habt ihr es auch gehört? Wo ist die Trompete? 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 Bup, bup. Vielleicht muss man in deren Sprache sprechen. Bup, 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 bup. Ich weiß es doch auch nicht. Komisch ist das hier. Ich hätte gern Eisen. Aber ich glaube, dafür müssen wir graben. Ich weiß es nicht. Müssen wir dafür graben, damit wir sozusagen XP bekommen? Das könnte straight up von einem Horror-Movie sein. Das bin ja eindeutig nicht ich, oder? Das ist hier ganz in der Nähe. Merkt ihr, wie nah das ist? Oder bin ich psychisch bekloppt? Also ich bin doch jetzt ernsthaft nicht bekloppt, oder? Als ob das von hier unten kommt. Burup. Alter, macht mich nicht kirre hier. Ich werde es so und so teilen und teilen. So. Nochmal 20 Cobblestone. Nehmen wir nochmal 3 für eine neue Axt. Spitzhacke natürlich, meine ich. Sind uns wieder kalt, kann das sein? Welcher Creep creept hier rum? Oder muss ich XP sammeln im Sinne von wie in echt XP? Weil ich müsste irgendwelche Viecher bekämpfen. Das könnte nervig werden. Ich habe ja hier noch eine Not Purified Water Bottle. Wir brauchen im Grunde das da, aber wie ging die nochmal so? So. Es wären ja schon mal 22. Das könnte was helfen. Oder auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe noch Seeds rein theoretisch. Und Plantfarbe hätte ich auch noch. Legen wir uns mal eine Runde hin und schauen, was der nächste Tag bringt. Es ist neblig draußen. Da sind Eisspinnen. Habt ihr die gesehen? Sind die noch irgendwo oder ist es, weil da der Schnee gefallen ist? Lockt der Schnee Eisspinnen an? Das wäre ja voller Plot-Twist. Ich tue jetzt mal euch hier rein. Ihr seid mir am wertvollsten, weil ich habe genug Ressourcen hier drin. Oder auch nicht. Weil ich habe hier keinen Trick drin. Oh, nee. Fällt euch was auf, was fehlt? Oh, dann kann ich den Knochen mal wegtun. In the pit hole. Pfeile und die schaut genauso in the pit hole. Ab in the pit hole, dann kriegen wir nicht noch ein bisschen Platz. Die Axt würde ich gerne, ich brauche nicht, um das dann zu bauen. Die Spitzhacke war die auch und so. Die unwichtigsten Sachen bleiben halt bei mir. Ich habe doch hier vorhin Spinnen gesehen. Ups. Was kann ich spielen? Hühnchen.
Du? Getroffen. Und warum habe ich Damage bekommen? Hä? Bin so ein bisschen schisserhaft immer noch in diesem Game. Weil ich absolut keinen Plan habe, was hier abgeht. Aber okay. Schwert raus. Hier waren irgendwo weiße Spinnen. Und ich bin mir sicher, dass ich die gesehen habe. Und ich hasse diese Geräusche jetzt schon erst recht. Ich entferne mal den Schnee. Das könnte vielleicht vorteilhaft sein. Schnee könnte Viecher entlocken aus anderen Dimensionen. Wir müssen hier irgendwo diese weißen Spinnen noch unterwegs sein. Was halt auch nicht doof ist. Wir tun jetzt mal eine Aufgabe. Geh weiter. Geh weiter. Aua. Aua. Au! Wer bist du? Fällst du auch auf meinen Trick rein? Alter, aus welcher Dimension bist denn du geflohen? Alter, weißt du was? Fuck that shit. Ich hab zwar wenig Leben, aber Power One. Komm her, du Bitch, du. Kannst mir nichts. Pumpkin Seeds. Aua. Ich hab irgendwas da oben drauf toppen lassen. Ich brauche Erde, ich brauche Erde, ich brauche Erde. Da oben gedroppt. Life Drain Charge. Mal, ist das special? Wir sind jetzt gleich noch hier durch. So. Was ist das? A charge orb of element energy can be used to level up pets and equipment. Parts with matching elements can also be fired from a dispenser or throw when sneaky elements approach. Objector life draining. Okay, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt mal 16 Holz und baue mir eine große Kiste. Ich kann doch die Sterbetour eine Runde, aber hey, hat irgendwie funktioniert. Besser als erwartet. Da tun wir jetzt schon mal den nächsten Schaman rein. Diese Speere sind super. Die Speere haben echt was für sich, aber... Ach, mein Gott. Bin ich so ein großes, weißes Viech da schon besiegen kann, dass der immer schon... Ewigkeiten. Ach komm, scheiße. Let's try. Treffe ich noch? It's hunting season. What? Als ob das funktioniert. Die Speere sind das ultimative Gegenmittel. I have my weapon of choice.
Gib mir eine Sekunde, ich muss aufräumen. Ich habe Yeti-Fleisch. Was? A pork-like meat, it feels very cold. Huh. Aber Leute, damit würde ich sagen, beende ich diese Folge. Wenn ich mich nicht irre, haben wir gerade einen Yeti getötet. Und das ist doch was Gutes. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.